Also die Trilogos-Methode ist für mich im Wesentlichen, oder sie verfolgt im Wesentlichen einen Bildungsansatz. Das heißt, um es genauer zu sagen, ein erfahrungsbasiertes Lernen. Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir einmal überlegen, was wir von morgens bis abends tun, so ist es eigentlich nichts anderes als Erfahrungen machen. Ob beim Autofahren, beim Rasenmähen, ob beim Kochen, beim Essen, beim Arbeiten, ständig sammeln wir Erfahrungen. Selbst im Schlafen sammeln wir Traumerfahrungen. Das wusste insbesondere jener, der hier lebte und wirkte, nämlich Sigmund Freud. Doch die entscheidende Frage ist dann, wie können wir aus diesem reichen Schatz an Lebens- und Alltagserfahrung etwas lernen, auch aus den negativen Erfahrungen etwas lernen. Das heißt, es geht darum, wie können wir aus der Lebenserfahrung so etwas wie eine reife Lebenshaltung entwickeln? Und mit dieser Frage haben sich schon die alten Philosophen, wie etwa Platon oder Sokrates, auseinandergesetzt. Wenn man jetzt näher darauf hinblickt, wie denn das funktioniert, um aus der Lebenserfahrung dann eine reife Lebenshaltung zu entwickeln, so ist es sicherlich so, und auch das wussten schon Platon und Sokrates, dass niemand uns lehren kann, wie wir eine reife Persönlichkeit entwickeln, sondern wir können es nur selber lernen. Und hier denke ich, dass die Trilogos-Methode genau in diese Richtung geht, wenn es darum geht, dass sie einen Bildungsweg anbietet, nämlich nicht in Form eines Belehren, sondern eher in Form eines Begleitens, wie ich eben durch mich selbst über mich lernen kann. Funktioniert dann einerseits so, dass ich natürlich immer frage, ja, was bieten mir eigentlich meine Lebenserfahrungen, meine kleinen Erfahrungen im Alltag für Möglichkeiten, um mich selber besser kennenzulernen? Was für Mensch bin ich eigentlich? Welche Charakterstärken, aber auch Charakterschwächen habe ich und wie kann ich die transformieren? Letztendlich ist es ja so, dass wir unsere Alltagserfahrungen oder die Lebenserfahrungen sehen können wie einen Diamanten, aber der muss erst geschliffen und veredelt werden. Und mit diesem Prozess des Veredelns oder des Reifens beschäftigt sich die Trilogos-Methode. Wie erleben Sie das Meer auf einer Ihrer Traumreisen? Ruhig und glatt? Oder als raue See? Ist die Wiese saftig und grün oder eine vertrocknete Steppe? Schaffen Sie neugierig Bezüge zu Ihrem Alltag? Was könnte das Wahrgenommene mit Ihnen, Ihrer Gesundheit, Ihren Beziehungen, Ihrem Berufsalltag zu tun haben? Erkennen, benennen, entdecken und entwickeln Sie Ihre individuelle Seelensprache. Der Bildungsansatz bei der Trilogos-Methode liegt im Wesentlichen im erfahrungsbasierten Lernen. Das heißt, es geht hier wesentlich um die Frage, wie kann ich meine Alltags- und Lebenserfahrungen nutzen, um daraus so etwas wie Lebensweisheit oder besser gesagt eine reife Lebenshaltung zu entwickeln. Und hier gibt es eben verschiedene Möglichkeiten auf einem solchen Bildungsweg. Die Trilogos-Methode ist eine davon und aus meiner Erfahrung wiederum eine, die hier ein sehr praxisorientiertes Angebot bietet.